gespannt, was er jetzt wohl es geht eigentlich. Es hält sich in Grenzen. Es ist nicht allzu viel, was wir neu machen müssen. So, sind die Linien schon da? Eine ist da. Nehmen wir die sichtbaren. Im Moment. Das ist die Kiel. Hä? Hallo? Kiel Tram außen 2. So. Neue Linie. Bumm. Bumm. So. Kiel Tram innen 1. Kiel Tram innen 2. So. Warten wir in das Depot. Quatschkopf. Warten wir in das Depot stehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube auch hier irgendwo, ne? Meine schon. So. Sie war das genau. 2 davon. Wir hatten 2 davon. Wir hatten davon 2, aber den letzten weiß ich jetzt nicht mehr. Wer war denn der letzte? Nehmen wir den hier, der sieht auch hübsch aus. So, 1, 2, außen 1. 1, 2, außen 2. 1, 2, außen, innen 1. 1, 2, innen 2. So. Ist ja zum Glück noch nicht allzu viel verloren gegangen. Ein bisschen was schon, aber er hält sich noch in Grenzen. So. Kleine Straße. Nee, das war die mittlere, die wir hier hatten. Ne? Und hatten wir Bauen erlaubt? Nee, ne? Hier war gleich auch Bauverbot. Wo waren denn die mit dem Bauverbot? Hier. Ja, das sind nur Fußgänger. Ah. Müssen wir sie doch wieder suchen? Ein Traum. Genau, die war das, glaube ich. So.
Wir hatten den als Wendepunkt, meine ich. Nicht wahr? Und dann hatten wir die normalen kleinen. Gunzhausen, Wurz, Bu, nee, weiß schon, Bus, das Ding. So, und als Busse hatten wir, welcher war das? Er hier in grün. Vier Stück oder sowas, ne? Komm, drei reichen. Gunzhausen Bus. Buff. Bevor irgendein Blödsinn jetzt wieder passiert. Zack. So. Der Plan sah nämlich eigentlich wie folgt aus. Könnte hier eigentlich auch die kleinen Schienen nehmen, das reicht eigentlich schon locker hin, ne? Nämlich hier ein Depot hinzuknallen. So, das da hinten wollte er nicht. Wir nehmen das hier. Das funktioniert nämlich, meine ich. Gut. Hätte ich jetzt ein bisschen brechen müssen, wenn nicht. So. Was hatten wir gesagt? Was Kleines nehmen wir hier für die Strecke, ne? Ramelow. Gunzhausen Ramelow direkt. Die grüne. Können wir eigentlich nur S-Bahn nehmen, ne? Die hier gefällt mir. Drei Stück. Also erstmal hinzufügen. Drei Stück. Zack. Kann nicht gefunden werden. Elektrifizierte Gleise fehlen. Ach, jetzt hör doch auf. Bist du nicht elektrifiziert? Das Schild mit Bahnsteignummer. Alter! Na, hier geht ja was ab. Das ist klar. Okay. Wäre schön, wenn man was sehen würde, ne? Test Old. Also müssen wir einen Diesel nehmen. Aber die S-Bahn, die wird es auch als Diesel geben, ne? Oder nicht?
Erfurter Bahn. Ja, Kiel und Erfurt sind da jetzt nicht so weit voneinander entfernt, ne? Transregio. 25 Leute nur. Dann ja, nehmen wir doch 4. Können wir wenigstens 100 hin und her kutschieren jeweils. Ey! Transregio. Aber hier ist doch eigentlich alles mit Strom ausgelegt. Sven würde ich jetzt hier hinten auch nicht langfahren können. Verstehe ich gerade nicht. Das ist schon sehr seltsam. So, pass mal auf. Wupp. Oh. Ja, hätten kleine 120er Gleise auch schon lange hingereicht, wa? Ah ja, gut, manchmal ist es halt wie es ist. Aber der gefällt mir nicht. Aber das gefällt mir schon eher. Ja, hier ist doch schon mal gut was los. Pass mal auf, wir machen das nämlich jetzt anders. Wir nehmen uns das, gehen auf Fahrzeuge verwalten und nicht duplizieren, ersetze und zwar durch welcher war's? S-Bahn München, ne? Oder hier durch. Zack. Ersetzen. Können wir auch normale Geschwindigkeit mal anmachen und uns das gute Ding mal von der Seite anschauen. Habe ich das eben richtig gesehen? Kiel-Ramelow, jawohl! Sehr gut! So, dann brauchen wir aber auch keine 4 Fahrzeuge mehr da drauf, dann reichen da wieder 2. Das heißt aber, es müsste hier hinten eigentlich demnächst richtig gut abgehen. So, wir haben jetzt 2 Linien hier. Dann wollen wir auch noch nach Berlin. Beispielsweise. Berlin-Bremen bekommt dann auch noch. Nahverkehrsanschluss. Berlin-Kiel machen wir fertig. Käme mir denn hier noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, wir können hier das äußerste Gleis nehmen. Müssen wir nur gucken, wie wir hier rüber kommen. Aber das sollten wir schaffen.
Ich denke relativ problemlos. Ja, bleiben wir auf 200 km/h, das reicht. Kommen wir erstmal raus langsam. Müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Ja, funktioniert doch. Da fahren sie dann nur 90 drüber, ist mir ein bisschen zu langsam. 120 dürften sie schon. Ja, gucken mal. Da sind wir auch schön über dem Güterbahnhof drüber weg. Das heißt, wenn noch Güter kommen, kommen wir hier unten auch durch. Wie sieht's aus? Ja, ist Platz genug. Sieht dann nicht irgendwie gequetscht aus oder irgendwas. Alles gut. So. Natürlich nur die Frage, kommt denn hier noch irgendwas mit dazu? Bremen. Bremen kommt auch noch mit dazu. Gut. Was ist denn jetzt los? Quatsch doch nicht. Das bist du. Ist da drauf. Du gehst da drauf. So. Ja, so weit brauchen wir es gar nicht. Das müsste so eigentlich schon genügen. Nee, war falsch. Wo ist der Anschlagpunkt? Hier. Na komm, da dran.
So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder Güterverkehr. Dann müssen wir wieder drüber gehen und da hinten dann wieder reinkommen. Hier können wir ruhig nochmal durch den Tunnel gehen, aber jetzt müssen wir langsam gucken. Vielleicht kommen wir auch automatisch hoch. Ne, automatisch kommen wir nicht hoch, okay. Na, gucke mal. Was hatten wir da hinten? Hatten wir. Bop, 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 bop. Wir den nicht schneller runter? Nee. So, wo gehen wir denn hier rein? Gehen wir hier unten rein. Müssen wir Bremen ein bisschen zusammenstutzen. Aber selber schuld, wenn die Stadt da einfach baut. Welches haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir das linke. Tell me that you love me, even if it's fake.